Wir stehen vor dem letzten Arenaleiter. Noch nicht ganz, ich muss mich noch hinbewegen. Aber wir sind kurz davor, dahin zu gehen. Ich weiß noch nicht genau, wie man hinkommt. Ja, soweit waren wir schon. Und dann stand ich auch hier hinten und dann bin ich aber zurückgelaufen ins Pokémon Center. Mhm. Und jetzt muss ich, glaube ich, hier nochmal auf den roten Schalter. Und dann sollten wir auch zu Volkner kommen. Ja. Okay. Wie gehen wir vor? Ich denke, wir bleiben bei Buddeltrio. Elizabeth ist unsere große Unterstützung. Ansonsten, wir haben Roro zur Unterstützung, wir haben Eva zur Unterstützung, wir haben Mrs. Claus für spezielle Angreifer und Brandente. Niemand wird effektiv getroffen. Elektro-Pokémon haben ja auch nicht so viele Stärken. Gegen Flug, gegen Wasser, okay. Habe ich beides nicht. Zumindest gerade nicht. Ja, gut. Immun. Resistent. Und die beiden werden getroffen, aber die halten ja auch ein bisschen was aus. Wobei Volkner sicherlich nicht ohne ist. Okay, fangen wir an. Alright, Challenger. Es kommt nicht oft vor. Aber manche Trainer schaffen es bis zu mir und fordern mich heraus. Aber es waren alles nur langweilige Kämpfe. Ich bin Volkner, der Arenaleiter. Man sagt, ich bin der stärkste Arenaleiter in Sinnoh, aber naja. Bringen wir das hier hinter uns. Mhm. Machen wir das. Unser letzter Arenaleiter. Wow, dass wir so weit gekommen sind, habe ich nicht gedacht. Wir hatten ja auch zwischenzeitlich einen ziemlichen Hänger. Eigentlich sogar zweimal. So um die zweite Arena rum sah es sehr schlecht aus. Und dann um die Wasserarena rum sah es auch nochmal sehr schlecht aus, als in, ich glaube, zwei Folgen mein ganzes Team gestorben ist. Aber wir haben uns gut wieder regeneriert und stehen jetzt hier gegen Volkners Blitzer. Blitzer wird schneller sein, aber es überlebt kein Erdbeben und Blitzer kann uns nichts tun. Es hat keine Eisattacken, es hat keine Wasserattacken, es hat keine Pflanzenattacken. Oder keine Strauchler. Ich muss aufpassen, Strauchler ist so eine Sache, die könnte mir hier begegnen. Aber Blitzer kann keine Strauchler. Nee, ich greife an. Okay, es kann Strauchler. Ja. Das war jetzt ein bisschen unangenehm. Oh, wirklich. Oh, wie mich sowas aufregt. Aber meistens benutzen die ja danach einen Trank. Benutzt er einen Trank? Wenn ich jetzt wechsle und der benutzt einen Trank, habe ich... Ja. Aber wenn ich drin bleibe und er greift mich an... Dann stirbt Buddeltrio. Und Buddeltrio brauche ich eigentlich noch. Ah, ich kann auch nicht zu Sucker Punch wechseln. Schade. Ich glaube, ich bleib drin und ich riskiere es. Oh mein Gott, er nutzt einen Trank. Ja, was sonst passiert wäre, ich weiß es nicht. Okay. Blitzer ist besiegt. Und wir haben noch die Hälfte der KP. Es kommt Rotom. Die Waschmaschine. Ja. So. In Platin ist Rotom eigentlich in jeder Form Elektrogeist. Es hat sich erst mit Schwarz und Weiß geändert, dass dann immer der Geisttyp durch den Typ des Geräts geändert wurde. Also in diesem Fall jetzt Wasser. Aber es kann auf jeden Fall eine Wasserattacke. Ich glaube aber, dass Drace auch so geändert hat, dass Rotom hier schon Elektrowasser ist. Na gut, ich kriege jetzt eh eine Wasserattacke ab, das heißt, ich wechsle zu Mrs. Claus. Hat ja eine Wasserimmunität. Aber mit Rotom habe ich gar nicht gerechnet, das finde ich ein bisschen... Na gut, ich habe selbst einen Rotom. Haha. Tja, dagegen sind wir immun. So, ich könnte jetzt auf einen Shadow Ball gehen. Dann erfahre ich auf jeden Fall, ob es ein Geist-Pokémon ist oder nicht. Nein, es ist kein Geist-Pokémon. Oh nein!
Ist nicht schlimm, wir greifen trotzdem an. Dieses Rotom ist nämlich leider nicht ganz so schlau. Hat es nochmal mit Hydropumpe versucht. Psychokinese reicht. Schon wieder Rotom? Ah, der Ofen. Okay, ja, das macht Sinn. Es kommt eine Feuerattacke. Ich denke, ich gehe zu Brandente. Brandente ist das einzige Pokémon im Team mit einer Resistenz gegen Feuer. Ah ja, Overheat, sehr gut. Dadurch denkt es seinen Spezialangriff. Das ist gut, das ist sehr gut. Wirklich. Ah. Okay, der Spezialangriff wurde wiederhergestellt. Alles klar, weiß ich Bescheid. Was machen wir jetzt? Ja, Flammenwurf ist nicht sehr effektiv, Donnerblitz ist nicht sehr effektiv. Ich kann auch Asphäre einsetzen. Ist ja kein Geist, sondern, ja, wahrscheinlich Elektrofeuer. Okay. Oh, nice. Donnerblitz, wie viel Schaden macht das? Zu viel. Wir waren schneller, aber es hat jetzt mit Donnerblitz angegriffen. Das heißt, dabei wird es wahrscheinlich auch bleiben. Und wenn ich jetzt zu Buddeltrio gehe, kriege ich keinen Donnerblitz. Aber ich könnte dann sogar Steinkante einsetzen. Das Problem dabei ist, dass Steinkante nicht unbedingt trifft und die anderen Attacken reichen von der Stärke her nicht aus. Ich könnte auch zu Elizabeth gehen. Die überlebt auf jeden Fall auch einen Hitzekoller. Aber sie ist nicht schneller als Rotom. Trotzdem ist, glaube ich, Elizabeth hier die bessere Wahl. Ich will Buddeltrio nicht verlieren, auch wenn das gegen Blitzer vielleicht so aussah, als hätte ich nicht so großen Gefallen an Buddeltrio. Okay, ja, in dem Fall jetzt erstmal Poison Tail. Der verkloppt mein ganzes Team, verdammt. Also das kann ich auch nicht stehen lassen, die Verbrennung, die ist wirklich sehr schädlich. Jetzt reicht das auch nicht. Vergiftung haben wir auch nicht bekommen, okay. Ja, geh du nochmal auf Overheat. Das ist dann gleich mal eine Gelegenheit zu heilen. Wobei, du bist jetzt eh besiegt. Ja. Wirklich Volltreffer. Nein, das ist der normale Schaden. Oh, wow. Habe ich eine Top-Genesung? Ich bräuchte eigentlich eine. Aha. Luxtra. Angriff wird gesenkt. Habe ich eine Top-Genesung? Ich habe nur Max-Potion. Das heißt, ich müsste hier zwei Items verwenden, um Elizabeth wieder auf Vordermann zu bringen. Das ist eigentlich keine Option. Ich würde zu Efeu wechseln. Ich glaube, es kommt aber ein Eiszahn. Ja, aber ist egal. Eiszahn halten wir trotzdem aus. Ein Knirscher, okay. Ja, der trifft auch neutral. Wieso macht das denn so viel Schaden? Das ist jetzt ein Problem. Ein großes Problem sogar. Denn er wird bei Knirscher bleiben, das heißt Rorom, Mrs. Claws fallen weg. Und die anderen werden Knirscher nicht überleben. Efeu wird Knirscher auch nicht überleben. Ach schade, ich wollte Efeu eigentlich behalten, aber ich denke, ich muss Efeu opfern. Ich heile Buddeltrio und dann das war wirklich schade mit Efeu jetzt. Aber gut, ich werde Buddeltrio heilen. Und dann kann ich mit Buddeltrio gleich das Luxtra besiegen.
Aber da war jetzt nichts mehr zu machen. Aber es könnte sein, dass wir jetzt mit Buddeltrio hier durchsweepen können. Wenn er nichts entgegenzusetzen hat. Vielleicht hat er noch einen Rotom. Es gibt ja noch drei andere. Kühlschrank. Was denn noch? Rasenmäher und der Propeller. Okay, Luxras besiegt. Das überrascht mich nicht. Oh, Edovoltec. Kann ich das besiegen mit einem Erdbeben? Wir sind schneller. Das muss reichen. Bitte, bitte, bitte. Ja, natürlich reicht das. Okay. Sein stärkstes Pokémon ist besiegt. Und es kommt... Oh, Raichu. Oh, ich dachte Magnezone. Ah, Raichu hat sicherlich Strauchler. Ich habe auch so einen Raichu mit Strauchler ständig immer dabei. Wir haben aber den Strauchler von Blitzer gut weggesteckt. Strauchler funktioniert so, dass es sich am Gewicht des angegriffenen Pokémons orientiert. Ja, ein kleines Pokémon kriegt nicht so viel Schaden, ein großes Pokémon sehr viel Schaden. Dickdri ist ein sehr kleines Pokémon. Also Strauchler wird nicht reichen, Erdbeben schon. Natürlich, Raichu kann auch Surfer. Oh, bin ich blöd. Jetzt habe ich auch noch Buddeltrio verloren. Das war nicht nötig. Oh nein, Buddeltrio lebt! Wow, was ist das denn für ein schlechtes Raichu? Das sollte eigentlich einen unendlichen Spezialangriff haben. Okay, wir haben also nur Efeu verloren. Was eigentlich schon sehr wehtut, weil Efeu war jetzt doch ein sehr spezielles Pokémon. Was man so eigentlich nicht hat und ich freue mich ja immer, wenn ich in einer Nuzlocke Pokémon benutze, die ich so nicht habe. Aber das verstehe ich nicht. Wir haben keine KP, wir haben keine Spezialverteidigung und Surfer trotzdem überlebt. Naja, mir soll es recht sein. Volkner ist besiegt. Und der Kampf hat ihm auch gefallen. Das war ja das Wichtigste für ihn. Das war der größte Spaß, den ich seit langem hatte. Okay, er freut sich auf jeden Fall. Das ist dein 8. Orden. Du hast ihn dir verdient. Und wir kriegen den Lichtorden. Jetzt können wir auch Kaskade außerhalb eines Kampfes benutzen. Außerdem kriegen wir TM57. Das ist aber nicht Donnerblitz. Das ist... Wild Charge. Ladungsstoß. Okay, ja, dann sind wir hier fertig. Wir haben alle 8 Orden. Ich glaube, ich muss meine Orden auch mal polieren. Ja, die sind alle ein bisschen dreckig. Also, nicht alle. Der hier ist sauber, aber der hier ist ganz dreckig. Also, ihr seht das gar nicht, welchen ich hier antippe. Ich mache gerade den Wasserorden, den Sumpforden hier. Jetzt glitzert der richtig. Ich will alle Orden glitzern haben. Zumindest einmal im Leben. Der Eisbergorden. Na komm schon. Stahlorden. Die Orden aus Sinnoh gefallen mir auch eigentlich ziemlich gut. Die haben ein sehr einheitliches Design. Das war ja vorher nicht so. Also in Kanto, die Orden haben kein einheitliches Design. Also die haben keine Designelemente, die irgendwie bei jedem Orden vorkommen. In Johto auch noch nicht. In Höhen haben die immer so, oder fast alle Orden haben da so einen Kreis drin. Das finde ich eigentlich ganz hübsch, aber das gilt nicht für jeden Orden, deswegen ist das auch nicht so einheitlich. Aber hier haben die alle diesen silbernen Rahmen und das finde ich eigentlich ist sehr schön, weil das die Orden so, ja, schön eingruppiert. Na komm, der letzte Orden, der Kohleorden, eigentlich der erste Orden, jetzt geht's halt alles. Okay. Das heißt, es geht jetzt zur Pokémon-Liga und oh, das geht wahrscheinlich nicht gut, aber wir werden sehen, wir werden sehen. Es ist ja alles drin. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich mit meinem Team machen soll. Denn es ist ja jetzt doch so, dass ich zwei Boden-Pokémon habe und kein Pflanzen-Pokémon mehr. Ich muss auch wieder Sora reinnehmen, weil wir Surfen und Kaskade brauchen.
wir Surfer und Kaskade brauchen, so. Weil wir surfen müssen und Kaskade brauchen. Das geht auch, aber ja. Mal schauen. Erstmal muss ich Efeu verabschieden, was sehr, sehr schade ist, weil Efeu, ja, ich habe Efeu ja auch ein bisschen anders gespielt als die anderen Pokémon, deswegen hat mir Efeu auch sehr gut gefallen, aber tot ist tot. Trotzdem warst du ein cooles Teammitglied. So. Ja, Yeti-Baum macht jetzt aber keinen Sinn. Ach, ich weiß nicht. Will ich Buddeltrio jetzt wieder wegtun, nachdem es so gute Arbeit geleistet hat? Eigentlich nicht, oder? Das wäre fies. Ich brauche auf jeden Fall Sora-Fing, Surfer und Kaskade. So. Ja, einer von den beiden muss raus. Eigentlich Buddeltrio, weil es nur einen Typ hat, aber... Ich glaube, ich halte Elisabeth mal für später auf und werde dann stattdessen... Ja, ich brauche eigentlich Pflanzen-Pokémon. Bisasam darf ich nicht nehmen, weil ich Turtok drin habe. Ich könnte auch Anorith nehmen. Wird mir Anorith gefallen? Ich glaube schon. Oder ich nehme mal wieder Krakelo mit. Nee, ich will jetzt aber... Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht. Ich nehme Anorith mit. Okay, ich werde Anorith jetzt eben trainieren und dann machen wir weiter auf dem Weg zur Siegestraße. So. Anorith ist trainiert und nun ein Amaldo. Hier ist unser Spore. Es trägt auch noch das falsche Item. Das heißt, wir geben jetzt erstmal ein neues Item. Und zwar, ich würde sagen, das Muskelband, weil es nur physische Angriffe hat. Wir werden uns jetzt mal die Werte angucken. Also Spore, Gestein, Käfer. Das ist bekannt. Das Wesen, plus Angriff, minus Verteidigung. Ja, minus Verteidigung ist nie so gut, vor allem... ist es halt sowieso nicht so das defensivste Pokémon. Wobei... Ja, also, wenn es hier zwischen Mrs. Claus und Buddeltrio ist, dann sieht es sehr defensiv aus. Ja, ist ja schon in Ordnung. Ich meine, klar, Turtok ist mehr, aber das ist eben auch ein Turtok. Und die Fähigkeit, es kann nicht von Volltreffern getroffen werden. So gut. Das kann uns wirklich... Ja, wir werden niemals sehen, ob uns das wirklich schützt, weil wir ja nicht sagen können, ah, das hätte jetzt ein Volltreffer sein können. Aber ich denke, das ist ganz gut so. Die Attacken, wir haben endlich wieder eine Prioritätsattacke, nämlich Aqua Jet, der dann eben Kreuzschere, Steinhagel und fürs erste Knockoff. Ich weiß aber nicht, ob ich da noch was dran ändern möchte. Jedenfalls zwei gute Steps. Ich hätte gerne noch einen stärkeren Step, aber ich möchte auch keine Steinkante reintun, weil Steinkante trifft mir nicht oft genug. Ich meine, Steinhagel auch nicht. Vielleicht sollte einer von beiden zumindest eine Steinkante kriegen. Zumal Steinhagel ist auch nicht so toll. Jetzt aber geht es weiter. Oh mein Gott, nein. Hey, Delo! Was zum... Oh, darauf bin ich gar nicht vorbereitet. Nein, nicht Barry. Ah, ich hasse diesen Jungen. Du hast alle 8 Arena-Orden aus Sinnoh bekommen? Ah, krass. Ich beneide dich. Aber glaub nicht, dass du schon gewonnen hast. Denn ich werde der stärkste Trainer aller Zeiten. Sieh ruhig zu. Okay, er ist immer noch in seiner Selbstfindungskrise. Oh mein Gott, er wird uns jetzt nicht herausfordern. Yes, mein Leben ist gerettet fürs Erste. Ich muss es zugeben, du bist stärker als ich. Aber nicht sehr viel stärker, nur ein kleines bisschen. Okay, wir leben. Hallo Jasmin, willst du jetzt kämpfen? Dann raste ich aus. War das dein Freund? Sehen wir beide miteinander klarkommt, macht mich irgendwie glücklich. Ja, anscheinend hat sie keine Freunde außer ihr Ampharos in Oliviana City. Und wir kriegen von ihr einen Metallmantel. Ja, davon haben wir schon einige. Aber danke, Jasmin. Das war alles? Okay. Ja, dann können wir jetzt doch weiter. Und zwar auf diese Route. Eine sehr lange Wasserroute. Und das heißt auch ein neuer Encounter.
Ich hasse Wasser-Encounter. Ich glaube, ich angel lieber. Was ist meine beste Angel? Das ist meine beste Angel. Und wir haben was gefangen. Nice, ein Octillery. Cool. Na, wir haben ja eh genug Wasser-Pokémon, von daher spielt das keine Rolle, dass wir hier jetzt nur ein Octillery haben. Oh, ich müsste neue Bälle. Aber wir haben eh nicht mehr so viel vor uns. Nur noch die Siegestraße. Immerhin können wir es einfach einfangen. Okay. Du kriegst einen Splatoon-Namen, nämlich Number Zero. Und landest im Friedhof. Etwas frühzeitig, aber ich hole dich ja schon wieder raus, keine Sorge. Okay, Trainer. Ich gehe mit. Aber Roro ist schon so hochtrainiert. Mrs. Claus kann auch nicht so viel aus. Ich gehe erstmal mit Mrs. Claus rein. Ah, wir haben jetzt irgendwie eine große Wasserschwäche im Team. Aber im Notfall kann Roro alles richten. Außer gegen Wasserboden-Pokémon. Na gut. Kämpfen wir erstmal gegen diese Trainerin und dann sehen wir ja weiter. Miranda hat ein Austoss. Das ist irgendwie nicht so gut. Wobei Austoss keine gute Spezialverteidigung hat. Ja. Ah, bei Austoss habe ich immer Angst vor Geist- oder Unlichtattacken, auch wenn es, glaube ich, gar keine lernt. Und Lumineon. Okay. Aber Austoss sieht halt einfach so aus wie Nebulak in der Muschel. Ja, Lumineon hält ein bisschen mehr aus, aber Hydropumpe tut uns gar nichts. Das ist schon ziemlich nice, Dry Skin. Zumal die NPCs damit auch nicht klarkommen. Ja, die wissen, wenn ich jetzt hier irgendwie einen Boden-Pokémon habe, dann greifen die mich nicht mit Elektroattacken an. Aber mit Dry Skin und sowas kommen die nicht so gut klar. So, anderer Encounter wäre Pelipper gewesen. Ja, haben wir ja eh schon. Nächste Trainerin. Und zwar Aubrey mit einem... Oh, Bidifass. Das ist gefährlich. Weil das physisch angreift und Mrs. Claus hält physisch nicht so viel aus. Sora dagegen sehr viel. Ja, das hätte wahrscheinlich schon gereicht, um Mrs. Claus zu töten. Der Wechsel zu Roro wäre noch schlauer gewesen. Aber es ist schon in Ordnung so. Ich kann es leider nur stärker einsetzen. Okay. Es wird gefährlich. Ich vertraue darauf, dass nochmal eine Normalattacke kommt. Wasserattacke würde keinen Sinn machen gegen Sora. Ja, perfekt. Ach, jetzt rufst du zurück. Was kommt jetzt? Na, du bist so blöd. Ah, ist mir aber egal. Wir können zwar keine Boden-Pokémon mit Elektro angreifen, aber Boden-Pokémon können uns auch nicht angreifen. Tja.
Das bringt dir nicht so viel. Ach, jetzt kommt ein Volltreffer. Na gut. Ah, wie viele Probleme so ein Bidi-Fass machen kann. Unglaublich. So, was gibt's hier noch für Pokémon? Oh, wieder Pilippa. Ich glaube, auf dieser Route haben wir auch nicht wirklich was verpasst an Encountern. Das ist halt... Die Wasserrouten sind sehr repetitiv. Los teilt sich auch da hinten schon zu. Okay. So, dich mache ich noch. Fertig. Oscar hat einen Mantax. Ja, Mantax ist in Ordnung. Ist leider auch ein sehr defensives Pokémon, aber ich denke, wir kommen da ganz gut durch. Ah, war nicht gut genug. Und jetzt kommt auch noch... Ja. Nicht so toll. Ha, wir sind immer noch schneller. Wow. Okay, Mrs. Claus, du bist wirklich sehr flott. Okay, das war's dann mit Mrs. Claus. Schade, aber so geht's eben. Ein Spiegelcape und es ist vorbei. Sehr bedauerlich. Schade, es war so ein gutes Pokémon, aber ja, mit Spiegelcape habe ich nicht gerechnet. Und wieso ist das Ding jetzt schneller als Rotom? Ich meine, klar, der Rückenwind ist da, aber Rotom ist doch nicht langsamer gewesen als Rossana. Ach, ist egal. Ah, was für ein doofer Trainer. Ach Mann, ich wollte Mrs. Claus nicht verlieren. Nicht jetzt. Okay, so ein Turtok ist das. Vor allem brauche ich die Wasserimmunität. Ah. Ich hätte einfach sofort mit Rotom reingehen sollen. Dann hätte das Mantax auch nichts machen können. Oh. Jetzt wird es langsam ein bisschen gefährlich, denn, ja. Ich habe nichts gegen dieses blöde Welser. Okay, Hydro-Pumpe geht daneben sehr gut. Macht das? Ja, immerhin. Und zurückgeschreckt. Okay. Ja, aber zwei tote Pokémon in einer Folge gefällt mir gar nicht. Naja. Im nächsten Part geht's weiter mit einem neuen Teammitglied. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin, alles Beste. Ich gehe jetzt zur Beerdigung von Rossana und von Efeu.